Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schlemmergermann-Video. Heute machen wir mal wieder etwas aus Amerika, und zwar aus der Zeit der Ureinwohner. Und dieses Rezept ist sogar noch vor der Europäisierung. Also von daher, seid gespannt, was euch hier erwartet. Ja, dieses Rezept hier ist sozusagen etwas, was schon ziemlich alt ist. Man weiß nicht genau, wie alt. Es wird aber in diversen verschiedenen Stämmen auch mit überliefert. Man muss ja immer so die indigene Bevölkerung von Amerika sich nicht als ein Volk vorstellen, sondern wirklich verschiedene kleine Stämme. Das ist wie bei den Germanen hier bei uns, ne? Da hast du nicht gesagt, hier bist du nicht hingegangen, du bist Germane, sondern der hat ja dann gesagt, hier, dass er sonst und sonst was für ein Stamm ist, ne? Hier machen wir jetzt eine Bärensuppe, die für Medizinzeremonien vorgesehen war. Oder beziehungsweise für Medizinpfeifenzeremonien. Und ja, was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal Fleisch. Bei dem Fleisch muss man dazu sagen, ich habe jetzt hier Rindfleisch genommen. Ich hatte jetzt kein Bison zur Hand. Bison und Rind, Rind ist immer sozusagen die humane Alternative, sage ich mal. Man kann aber auch wunderbar Wild verwenden. Also das ist auch wunderbar möglich. Hirsch, Reh zum Beispiel. Ansonsten kommen noch Beeren hinein. Das ist ja eine Beerensuppe. Hier habe ich jetzt einmal Heidelbeeren genommen und Aronia-Beeren. Aronia-Beeren, die sind hier getrocknet. Bekommt man im getrockneten Zustand. Kommen ursprünglich auch aus Amerika. Wurden auch dort sozusagen sehr gerne verwendet. Heidelbeeren gibt es dort auch in gewissen Art und Weisen. Von daher passt das soweit mit den Zutaten hier und wir kommen annähernd an diese Geschmäcker heran. Für mich in Europa ist es natürlich schwierig, an richtig original Sachen heranzukommen, die, wie es damals halt, beziehungsweise was es dort in Amerika gibt. Ne? Also wenn ich jetzt nach amerikanischen Heidelbeeren suche, werde ich hier wahrscheinlich relativ schwer fündig. Vor allem in frischer Form. Ich wollte die Heidelbeeren unbedingt frisch haben, aber ja. Jetzt machen wir erstmal das Fleisch in einen kleinen Topf. Ich habe es extra noch mal ein bisschen kleiner geschnitten, damit es halt schneller weich wird. So, die Beeren hinterher, am besten alle. Du auch. Und hier nochmal die getrockneten. Und das Ganze wird jetzt mit Wasser aufgegossen. Und kommt aufs Feuer. Das wird jetzt so lange kochen gelassen, bis das alles richtig schön weich ist, denn wir müssen es nachher noch zermörsern. Das gehört auch noch mit dazu. Dann kommt noch mal etwas zur Bindung dran. Da werde ich auch noch mal ein paar Worte verlieren. Es gibt sozusagen kein fixes Rezept für dieses Gericht, sondern es sind immer nur vage Angaben. Na, sozusagen, du hast das Fleisch, du hast die Beeren, das nimmst, gibst du zusammen, dann gibst du noch ein Mehl mit hinzu, damit eine Bindung zusammenkommt. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen. Also es wurde ja damals, wir haben ja eine Kultur, die nichts aufgezeichnet hat. Und demzufolge müssen wir uns dann hier auf die mündlichen Überlieferungen verlassen, die sozusagen so lange getragen wurden, bis es dann irgendwann von irgendwelchen Europäern niedergeschrieben wurde. Beziehungsweise von irgendwelchen amerikanischen Ureinwohnern, die dann halt durch die Europäer dann die Schrift sozusagen mit beherrscht haben. Und dann haben wir natürlich auch die ersten Aufzeichnungen. Das Problem bei amerikanischen Ureinwohnern ist, dass sobald die ersten Rezepte so richtig griffig sind, hast du sehr viele europäische Einflüsse. Du hast mit einmal Schweinefleisch mit drin, du hast mit einmal Milch mit drin und so weiter. Das ist halt, dann kommen natürlich noch so die ganzen Dosensachen mit dazu und alles, was es damals schon gab, die konservierten. Das sind halt immer so die Sachen, die alle noch mit hinzukommen, wo man halt natürlich ein bisschen, wenn man in die Tiefe gehen möchte, wirklich in die Tiefe der Ureinwohner, da kommt man natürlich nur ein paar Jahrhunderte, wenn überhaupt, vielleicht noch nur ein paar Jahrzehnte vor die Europäer. Und das ist dann immer ganz, ganz schwierig, da wirklich etwas, Handfestes zu machen, wo wir sagen können, okay, so könnten es wirklich die Ureinwohner gemacht haben. Bei der Suppe jetzt hier ist es doch durchaus schon sehr möglich, dass das so in etwa gemacht wurde. Bei Beeren, Beeren werden sehr oft zum Beispiel auch
einfach zu einer Art Mousse zusammengekocht oder so eine Art Kompott. Und daraus hat man zum Beispiel auch eine Art Soße gemacht für Fleisch zum Beispiel und so weiter. Also sprich, man hat sich auch schon ein bisschen was einfallen lassen mit den Sachen, die man dann auch aus der Natur zum Beispiel mit hatte, aber auch zum Beispiel die Sachen, die man natürlich mit angebaut hat. Und ja, ich hoffe mal, dass ich da noch ein paar Rezepte finden werde, die das vielleicht noch mal ein bisschen ausgewogener machen, damit auch mal ein paar Sachen noch mehr für den Natives kommen können. Weil spannendes Feld finde ich halt wirklich gut, so mal die ursprünglichen Sachen von ursprünglichen Zivilisationen nachzukochen. Denn das sind so, ich sag mal, Koch-Basics. Und einfach mal zu sehen, was haben die denn so gemacht. Ne? Und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall mal mit der Kombination zwischen Fleisch und Beeren gespannt. Wie gesagt, das muss ich erstmal kochen. Ich werde es mal Feuer auflegen, weil das hört sich schon ziemlich aus an. Und damit das hier mal richtig Wumms gibt. Also dann, wir sehen uns gleich wieder. So, es ist schon ein bisschen einreduziert auch. Und jetzt müssen wir das Ganze zerkleinern. So, dafür nehme ich so einen kleinen Sieb her. Und filter jetzt mal so die ganzen groben Bestandteile heraus. Also es riecht auf jeden Fall schon mal sehr intensiv auch. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, würde ich ehrlich sagen. Es hat auch einen ganz komischen, also ja nicht komisch, aber interessanten Geruch. Ich kann es gar nicht so genau. Also die Beeren rieche ich natürlich schon. Aber diese Kombi. Gut, jetzt riecht es natürlich wesentlich bäriger, wenn ich es raushole. Aber jetzt, wo es die ganze Zeit geköchelt hat. Also hier ist so ein sehr angenehmer und sehr interessant würziger Geruch, der davon sozusagen abgeht. Also finde ich auf jeden Fall schon mal ganz interessant, dass da jetzt schon mal so was Interessantes bei rauskommt, sag ich mal. So, jetzt nehmen wir uns einen Mörser, vor allem das Fleisch. Wobei das Fleisch, das würde ich jetzt gerne mal probieren, einfach mal gucken. Das ist schon zart. Die vielleicht mal vorher machen sollen. Okay. Okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd und ein bisschen merkwürdig. Das Fleisch schmeckt wie Wild, obwohl ich Rind habe. Ist gerade, als ob ich in Reh reinbeiße. Okay. Schon mal eine interessante Wendung. Also falls ihr irgendwie mal einen Wildeintopf faken wollt, nehmt einfach Rind und Heidelbeeren. So, das geht auch wunderbar hier alles zu zerkleinern. Dadurch, dass es halt schön weich gekocht ist. Gleich mal wieder zurück. So, jetzt haben wir alles durch. Das kommt wie gesagt wieder zurück in die Suppe. Wenn ihr das jetzt zu Hause macht, könnt ihr natürlich gerne auch einen Mixer nehmen. Das ist ganz klar, oder einen Pürierstab. Das macht das alles natürlich ein bisschen einfacher. Und ihr seid wahrscheinlich auch wesentlich effizienter als ich gerade, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht so die Lust, hier ewig rumzuhämmern. So. So, kommen wir nun zur nächsten Sache, und zwar das Mehl zum Binden. Man könnte jetzt natürlich auch sehr gut Maismehl nehmen,
Aber ich hatte jetzt nicht so Lust auf Maismehl. Ich habe eher gedacht, okay, ich gehe mal eher so in die nussige Variante. Ne? Man kann ja Nüsse nehmen, man kann Eicheln nehmen zum Beispiel. Das wurde alles von den Indigenen bearbeitet und auch für sowas genutzt. Von daher, da seid ihr wirklich komplett frei. Es wird nicht genau gesagt, was man da verwendet. Beziehungsweise, ja, sind die Angaben jetzt nicht so eindeutig, die ich gefunden habe. Ich vermute schon, dass es wahrscheinlich den einen oder anderen Stamm gibt, der sagt, okay, ich nehme jetzt Maismehl, ich nehme jetzt Eichelmehl, was auch immer. Ne? Von daher, ich habe mich jetzt hier für Nussmehl entschieden. Das kommt jetzt auch mit hier rein. Das soll jetzt sozusagen der ganzen Suppe nochmal so eine Bindung geben, dass wir dann so eine Art Brei haben. So, das lasse ich jetzt noch mal kurz aufkochen und dann können wir es auch gleich schon servieren. So, dann würde ich mal sagen, ist die Suppe fertig. Jetzt probieren wir es einmal. Ne? Bin ich auf jeden Fall jetzt mal sehr gespannt. Also es riecht immer noch nach Wild, also wie ein richtiges Wildgulasch. Vielleicht ist es auch das Normalste von der Welt, wenn man Rindfleisch mit Beeren, dass das jeder weiß, noch ich oder nicht. Das ist gut. Das ist richtig gut. Ich sollte öfters mit Beeren kochen. Also ein schönes Aroma. Vor allem, ich habe nichts dran. Kein Salz, kein Pfeffer, nichts. Und ich vermisse es auch nicht wirklich. Gut, eine Spur Pfeffer. Zugegebenermaßen okay, aber ansonsten also ich glaube, was Besseres kann man das Heidelbeer nicht machen. Es ist richtig gut, richtig, richtig gut. Extrem simpel gemacht, aber das ergänzt sich so gut, so genial. Ich bin gerade selbst ein bisschen überrascht. Also ich hätte nicht mit so einem Ergebnis gerechnet. Ich dachte jetzt, okay, es wird nach Beeren schmecken. So kompottmäßig, irgendwie so in der Richtung habe ich mir gedacht, mit ein bisschen Fleischaroma. Aber das, also kompottartig gar nicht. Gut, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie viel die Aronia-Beere da noch mit gewirkt hat in der ganzen Nummer und wie viel es von der Heidelbeere an sich kommt. Aber ja, okay, es ist wirklich schwierig zu definieren, muss ich ehrlich sagen. Also klar, man hat diesen Bärencharakter schon irgendwo. Man sieht es ja auch, ich meine, es sieht jetzt nicht unbedingt nach dem appetitlichsten Gericht aus. Logischerweise ist Heidelbeer drin. Aber allein mit dem Fleisch und allem.
einfach wieder ein tolles Gericht. Also ich bin froh, es gemacht zu haben. Und ich muss echt sagen, Leute, die indigene Küche ist definitiv nicht langweilig. Also beim besten Willen nicht. Wie gesagt, einfach gemacht und perfekt. Da brauchst du nicht mehr. Das ist echt so. Das ist bei so einer Zeremonie, kann ich mir echt gut vorstellen. Das haut ja allein schon vom Geschmack her die Leute um. Und wenn man dann jetzt noch die Medizinpfeife dazu raucht, ich bin zwar nicht Raucher, aber soll wahrscheinlich gut sein. Wer weiß, was da drin ist. Ja, also mir gefällt's. Probiert's gerne mal aus. Und ja, sind es natürlich jetzt gerade jetzt in der jetzigen Jahreszeit nicht unbedingt die günstigsten Zutaten. Klar, wenn man natürlich dann irgendwann das mal schlauerweise vielleicht im Spätsommer macht, hat man vielleicht auch die Heidelbeeren gratis. Ja, aber ansonsten, ich find's klasse. Ich wollte mal wieder was von den Indigenen machen, von den Natives, und es hat sich gelohnt. Es hat sich wirklich gelohnt. Ich bin sehr zufrieden damit und bin auch wirklich vom Geschmack her begeistert. Und ja, das ist natürlich jetzt etwas gut für uns Reenactor. In Europa ist es natürlich jetzt definitiv nichts. Obwohl es von den Zutaten her, kann man es theoretisch gesehen. Ne? Aber ich habe jetzt noch kein Rezept gesehen, was ungefähr ähnlich ist. Falls ich mal es finde, dann mache ich mal so einen Vergleich. Ja, auf jeden Fall, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gericht. Gefällt mir sehr gut. Probiert es gerne aus. Klare Empfehlung von mir. Und ja, dann hoffe ich, dass dieses Video euch gefallen hat, dass wir uns beim nächsten Video nächste Woche wiedersehen. Vielen Dank und schöne Grüße auch vor allem an die ganzen neuen Abonnenten, die alle, so ziemlich alle von Geschichtsfenster kommen. Also liebe Grüße gehen raus. Falls ihr bis hierher zugeschaut habt, es ist jetzt nichts Spätmittelalterliches oder so, aber ich habe mir überlegt, gerade dadurch, dass natürlich jetzt so viele von Geschichtsfenster kommen und Geschichtsfenster ja überwiegend Spätmittelalter macht, kann ich mal wieder ein bisschen was Spätmittelalterliches machen. Und das werden wahrscheinlich die nächsten Videos werden, wenn nichts dazwischen kommt. Und von daher, na, könnt ihr euch darauf freuen. Außerdem habe ich noch ein bisschen was Sumerisches auf der hohen Kante. Ja, auf jeden Fall auch vielen Dank an die PayPal-Spender, die hier wieder mit eingeblendet werden. Herzlichen Dank dafür. Ihr unterstützt diesen Kanal wirklich super. Und ja, von daher herzlichen Dank dafür. Und ansonsten auch vielen Dank fürs Einschalten und fürs hoffentlich Liken und auch kräftig kommentieren. Das würde mich natürlich alles sehr freuen. Und ja, bevor ich euch jetzt noch mehr sage, warum ich fröhlich bin, dass ihr hier seid, sage ich euch einfach noch einen schönen Abend, Tag, Mittag oder wann auch immer ihr das guckt. Bis zum nächsten Mal, euer Schlemmer der Mahne.